Flying Mollusk. Aufgrund der expliziten Darstellung in diesem Spiel, dieser Simulation, raten wir dem Spieler zur Vorsicht. Dieses Spiel beschäftigt sich mit verstörenden Ereignissen, die Gewalt, Tätigkeiten und/oder andere Dramatisierungen von traumatisierenden oder heftigen Situationen beinhalten und kann Gefühle wie Beklemmung und/oder andere emotionale Belastungen verursachen. Durch Weiterspielen des Spiels bestätigst du, dass du verstehst, dass das vor dir liegende Erlebnis verstörend sein könnte und dass es eine starke psychologische und/oder körperliche Reaktion in Spielern und den ihm beim Spielen Zusehenden auslösen kann. Nevermind wurde entwickelt, um Spielern zu helfen, aufmerksam auf ihre Gefühle wie Angst und ihren Stresslevel zu achten, sowie zu üben, mit Gefühlen wie Angst und Stress umzugehen. Sinn und Zweck des Spiels ist die Unterhaltung des Spielers. Dieses Spiel wurde nicht von der US FDA eingestuft und ist nicht für Diagnose, Behandlung, Heilung oder Verhinderung von Krankheiten bestimmt. Die von Nevermind bereitgestellten Sensoren für den Hausgebrauch sind keine medizinischen Biofeedback-Geräte und sollten nicht als medizinische Instrumente betrachtet werden. Nevermind wurde als mit Biofeedback erweitertes Erlebnis entwickelt. Wenn du das Spiel mit einem unserer unterstützten Sensoren spielst, wird es auf die gemessenen Gefühle wie Stress, Furcht, Wut und Beklemmung reagieren, die wir aus deinen Pulsdaten ableiten können. Es kann ein sehr starkes Bildrauschen auftreten oder die Umgebung kann sich auf andere Weise verändern. Auf diese Weise reagiert das Spiel auf die gesteigerten Emotionen, die erfasst werden. Wenn das Spiel registriert, dass du Angst hast oder nervös bist, wird Nevermind durch diese Umgebungsveränderung schwieriger. Du musst üben, dich selbst unter dem Einfluss von Stress zu beruhigen, um erfolgreich Nevermind zu spielen. Neuer Mitarbeiter, ich habe schon mal kurz getestet, ob es funktioniert, nämlich. Und Alter, diese Warnungen am Anfang, ich habe schon so Angst, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet in dem Spiel. Aber ich beginne jetzt einfach mal mit dem Spiel, die Helligkeit passt. Und schauen wir mal, was passiert. Okay. Schon mal eine coole Musik. Da können wir uns ein bisschen umschauen. Das sieht so aus, also ich habe zumindest die Vermutung, dass das alles Mitarbeiter des Spiels sind, also Programmierer oder andere Angestellte der Firma. Ist auf jeden Fall cool, wenn man irgendwie die Mitarbeiter so einbindet. Es gibt auch ein paar gemalte Leute, könnten aber auch Mitarbeiter sein. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Und das ist eine coole Idee, um die Mitarbeiter oder Entwickler einzubinden. Sieht ein bisschen aus wie PewDiePie. Und die Maus-Sense, die ist extrem hoch. Kann ich die nicht irgendwo runterstellen? Mausempfindlichkeit. Okay, schon besser. Die war irgendwie voll hoch eingestellt. So. Bei diesen Terminals können wir uns anmelden. Hallo Doktor, unsere Gesichterkennungssensoren zeigen an, dass du neuester Neuroprober sein musst. Willkommen im Team. Wir können hier die letzten Registrierungsdetails klären. Drücke fortfahren, um diesen Vorgang fortzusetzen. Okay. Wir danken dir, dass du heute besonders zeitig gekommen bist. Wir halten es für hilfreich, neue Neuroprober vor dem Eintreffen von Kollegen und Kunden zu begrüßen. Als Neuroprober tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein, um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Traumata zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt deine Identität überprüfen. Die Erfahrung, die dich erwartet, wird anstrengende und verstörende Szenen und Situationen enthalten.
Diese Szenarien können unangenehme Reaktionen bei Teilnehmern hervorrufen, die gegenüber Ausführungen und Abbildungen zu psychologischen Traumata besonders empfindlich sind. Wenn du fortfährst, übernimmst du die volle Verantwortung für alles, was du erleben wirst. Stimmst du dem zu? Ich muss zustimmen, um überhaupt weiterzukommen. Gib die folgenden Daten ein: Vorname und Familienname. Ich nenne mich halt mal Mythen. So, Mythen. Akte LP. Wir sind hier auf dem Let's Play Kanal. Und klick mal weiter. Wir haben gesehen, dass du das dir zugeteilte Istalgia-Gerät trägst. Danke für das Einhalten der Standardrichtlinien. Du wirst sehen, dass Tipps und Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Instituts durch die Linse hervorgehoben werden. Okay. Deine Erstregistrierung ist abgeschlossen. Bitte begib dich in den Mitarbeiterbereich hinter dir. Deine Istalgia-Linse wurde mit einem der Mitarbeiterkonto synchronisiert und wird dir die Türe öffnen. Gut, da bekommen wir jetzt die Tür geöffnet. Aber cool sieht das Büro aus. Also ich mag die Grafik irgendwie. Da stehen auch lauter Namen. Thank the following donors for the support. Sind das vielleicht, waren die vielleicht bei Kickstarter oder so? Vielleicht sind das alles Kickstarter-Leute. Es geht hier auf jeden Fall um Spenden. Und könnte gut sein, dass das eigentlich wirkliche Spenden sind, die halt hier im Spiel für das Institut ausgewählt wurden. So, da geht's zum Stuff Only. Und wir sind ja jetzt Stuff. Da sind Aufzüge. Mit denen kann ich aber nicht fahren. 7 years at the Neurostalgia Institute. 4 years. New Neuroprober. Das könnten auch alles Mitarbeiter sein, theoretisch. Ist auf jeden Fall schon cool gemacht, muss man schon sagen. Das sind, glaube ich, Toiletten. Komme ich hier rein? Hä? Wieso sind denn eigentlich die Türen so komisch? Oder sieht das nur so aus? Mir kommt gerade vor, als wäre die Tür viel zu breit, aber dafür viel zu niedrig. Schaut ein bisschen seltsam aus. Aber ich gehe mal weiter. Ach, geil sieht's hier aus. So ein künstlicher Garten. Cool. Da ist der Rauch. Die Sonne scheint rein. Ach da? Ich glaube, da könnte man schon gut arbeiten, Leute. Dr. Mythenakt LP. Gut, das dürfte dann unser Büro sein. Ich öffne es mal. Das ist unser Schreibtisch. Da liegt doch ein Zettelchen. So, jetzt, ich kann das kaum drehen. So, ich glaube, so reicht schon zum Lesen, oder? Kann ich noch ein bisschen besser? So. Hallo Dr. Akte LP. Wir heißen dich herzlich am Neurostalgia Institute. Willkommen. Dieser Raum ist dein Büro und wir hoffen, dass du hier alles findest, was du benötigst, um dich in deinem Arbeitsplatz wohlzufühlen. Mit deiner Istalgia-Linse kannst du dich auf deinem Hauptcomputer anmelden, der sich gegenüber von diesem Schreibtisch befindet. Du kannst dort jederzeit mit deiner Arbeit beginnen. Wir heißen dich nochmals in unserem kleinen Neuroprober-Elite-Team willkommen. Wir fühlen uns geehrt, dass du nun Teil unseres Teams bist. Mit freundlichen Grüßen, das Leitungsgremium des Neurostalgia-Institute. Cool. So will man gern willkommen heißen. Da ist noch ein Mitarbeiterhandbuch. Da drüben sind noch Notizen, aber ich glaube, die können wir alle nicht anschauen. Da gibt's auch ein paar Bücher. Your only true friend. Das sind alles solche psychologischen Bücher. Listen, secret clues in the psych. Okay. Und da ist der Computer, wo ich mich mal anmelde. Handbuch. Okay, das lesen wir uns nicht alles durch. Patient auswählen. Patient Introsim. Wird behandelt von Dr. Akte LP. Eine simulierte Gedächtnislandschaft, die von Neurostalgia konstruiert wurde, um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern. Ach, und da gibt's noch Nummern. Und die kann ich noch nicht machen. Okay. Wir beginnen mal mit den Introsim, damit wir uns mal ein bisschen auskennen.
Abflug aktiviert. Und schauen wir mal, wo wir landen werden. Echt schön ist hier. Aber irgendwie sieht das gerade creepy aus. Ja, genau das sieht sehr creepy aus. Yeah, voll die Lichtshow. Hä? Irgendwie drehe ich mich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Boah. Sah gerade komisch aus. Die Intrasim ist eine simulierte Gedächtnislandschaft, die vom Neurozeiger Institut erschaffen wurde, um neue Neuprober für ihre Arbeit mit dem ersten Patenten optimal vorzubereiten. Okay. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure. Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay, let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess, in some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. Ein paar von euch haben sich erkannt. Es geht um ein Märchen, und zwar Hänsel und Gretel. Weil sie gesagt haben, mit dem Weg und das immer Steinen zu streuen, um den Weg wieder zu finden. Und jetzt dürfte ich in der Erinnerung vor dem Typen sein. Welcome to Neuroprober Training. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a right-click motion to skip this instruction. Okay, good to know. Alter, weil sieht so schön sieht's hier aus irgendwie. Whether you are speaking with the client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the patient's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Some parts of the subconscious allow you to interact with them. While neuroprobing, make a left-click motion to engage with it.
Holding on to right click will allow you to move the item around to examine it further. Yeah, ein Schieferbrot, ein Cupcake. Ups, jetzt habe ich das abgebrochen, unabsichtlich. Das wollte ich gar nicht. Fotoerinnerung. You will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can hold on to only so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Okay. Auf dem Foto stand gerade, was stand da nochmal? Meine Stiefmutter hasst mich, meine Zwillingsschwester und mich. When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often, he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Ich finde das cool, dass das so um die Psychologie geht. Jeder hat irgendwelche Erinnerungen, die er verdrängt und so weiter. Und wir müssen quasi die Erinnerungen finden mit diesen Bildern hier und dann auch richtig zuordnen. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Da liegt noch ein Bild. Wir haben oft Kaninchen in einen Topf gegessen. Lieber Gern, haut ab. In Liebe, eure Stiefmutter. Sehr nett. Rosen. Jetzt hängen da schon 2 Bilder. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change.